Hallo, meine lieben Freunde des Lego-Bonds. Da bin ich mal wieder mit einem kleinen Update-Video. Update-Video Nummer 12. Ich weiß es nicht. Also irgendwas mit 12, 13. Hoffentlich nicht 13. um den Dreh. Heute geht es um Update zu Basis. Gute Grammatik jedenfalls. Ja, ich rede mal ein bisschen was über die neue Basis, da ich öfter gefragt wurde, wann sie denn endlich kommt, wie der Status zurzeit ist, ob sie fertig ist, wann das Video kommt. Also, basistechnisch bin ich relativ weit, geht voran. Ich warte zurzeit noch auf meine dritte Pick-a-Brick-Order. Die sollte bald kommen. Gab es leider eine kleine Verzögerung, so wie ich das gesehen habe. Sollte bald kommen, weil dann kann ich wirklich gut bauen. Mir fehlen eben zurzeit noch ein paar kleine Teile wie Rohre und ähnlicher Stuff. Für die Außenverzierung schon so mal weg. Ja, die Basis wird relativ detailliert, relativ klein. Dafür aber, wie gesagt, relativ detailliert. Jetzt nicht so groß wie die von Dagobah, nein, sondern eben schon kleiner. Jetzt sage ich jetzt nicht genau wie klein. Ich kann jetzt auch euch nicht die genauen Maße nennen. Wie wahrscheinlich sowieso keiner wissen. Ja. Dazu, Basis kommt in die nächsten Wochen, sage ich jetzt mal. Herbstferien sind bei mir auch bald, also stehen schon an sozusagen. Sodass das dann eben relativ schnell gehen sollte. Ich habe es mir noch mehr Zeit, weil zurzeit ist einfach bei mir voll. Lehrer sind mal wieder auch so schlau. Die ersten 4 Wochen geben sie keine Hausaufgaben auf. Und dann natürlich alles voll, weil man die ersten 4 Wochen muss man ja nicht viel machen. Und dann soll man richtig durchstarten in der 6., 7. Woche. Na klar. Soweit dazu. Aber ja, deswegen wurde ich eben auch gebremst. Und an Wochentagen komme ich wirklich eben kaum zum Bauen, muss man ehrlich sagen, Hausaufgaben bremsen mich da total und muss auch sagen, ja, ich versuche es so viel wie möglich, wie gesagt, durch die Lego-Order wurde ich jetzt auch schon mal wieder eine Woche aufgehalten zu bauen, konnte zwar kleine Teile fertigstellen, paar Wände noch im ersten konnte ich halt ein paar Wände fertigstellen, aber sonst nicht so viel, leider wegen dieser Pick-and-Brick-Order, Lego braucht eben da immer seine Zeit, ja. Leider. Sonst, soweit, wenn die Pick-a-Brick-Order ist, da ist, werde ich vielleicht mal ein kleines Video raushauen. Das sollte dann in den nächsten 2 Tagen so geschehen, sofern da kein Problem mit dem Versand ist. Sonst, wie gesagt, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Update-Video oder bis zum Basis-Video mal sehen. Okay, tschüss.